Ja, sehr gute Entwicklung für einen Club, der jetzt sicherlich, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, nicht im oberen Drittel der Bundesliga ist. Machen das sehr, sehr gut. Ich finde, treffen sehr viele gute Entscheidungen. Aber was die Trainerposition betrifft, dann auch die Kontinuität, hatten auch sicherlich seit dem Aufstieg mal Phasen, wo es jetzt nicht immer nur rosig lief. Haben auch mit der nötigen Ruhe agiert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was Urs dann auszeichnet, dass er die nötige Ruhe auch hat in gewissen Situationen. Und clever, nicht unfair, also nicht jetzt wieder was Falsches aufschreiben. Nichts Hetzerisches aufschreiben, bitte. Das ist nicht böse gemeint, sondern das machen sie clever. Meine damalige U19, mit der ich Deutscher Meister wurde, war es auch so. Wir haben entweder den Ball gewonnen oder immer gefoult. Das war total geil als Trainer. Und das machen sie gut, haben da eine gute Entwicklung, haben keinen komplizierten Fußball, sondern sehr geradlinigen, verteidigen oft tief. Das machen sie sehr gut, haben ein gutes Umschaltspiel, gutes Tempo vorne, sehr gute Körperlichkeit und eben eine gute Ruhe, haben tolle Fans, ein super Stadion, immer mit einer guten Choreo, mit kreativen Ideen, die Mannschaft zu unterstützen. Schwer da zu spielen, aber machbar. Und wir versuchen unser Bestes.